Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Train Minecraft, liebe Leute. Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen schönen Tag. Und heute das letzte Texturen-Spezial mit epischer Musik im Hintergrund. Ich mache die mal ein wenig lauter. Herrlich. Sehr schön. Und zwar befinden wir uns hier im Skyrim Texture Pack. Die Elder Scrolls Skyrim. Habe ich selbst gespielt auf PlayStation 3, bis mein Laufwerk kaputt gegangen ist. Dann konnte ich leider nicht weitermachen. Aber etliche Stunden habe ich in dieses Spiel gesteckt. Und jetzt mache ich die Musik mal wieder ein bisschen leiser, damit ihr mich besser versteht. Wie gesagt, lange, lange Zeit habe ich Skyrim gespielt auf der PlayStation 3. Dann ist mein Laufwerk kaputt gegangen, dann konnte ich leider nicht weiterspielen. Aber ich habe da sau viele Stunden reingesteckt. Und zurzeit gibt es ja jetzt die Elder Scrolls Online. Hätte ich auch noch irgendwann Lust drauf, das zu spielen. Aber im Moment noch nicht. Aber das Texture Pack gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Und es wird gerade Nacht. Die Musik ist einfach episch. Das ist so geil, ich könnte hier nur die ganze Zeit der Musik lauschen. Allein dafür lohnt sich das schon, dieses Mashup-Paket zu holen. Dazu gibt es natürlich auch noch ein Skin-Paket. Das kann ich euch noch mal zeigen. Skin, wo haben wir es denn? Elder Scrolls Skyrim, genau hier. Das sieht doch toll aus. Dann watschen wir mal ein bisschen durch die Welt, gucken uns die Let's Stream Map mal in dem Texture Pack von Skyrim an. Und Leute, ich habe eine gute Nachricht für euch. Morgen, den 10.07. 17 Uhr, Twitch, DFTDWer PS4, Let's Stream Minecraft. Dann geht's hier wieder weiter, dann geht's hier wieder rund. Wie gewohnt. Dann bauen wir weiter am Restaurant, bereiten uns weiter vor auf den Kampf gegen den Enderdrachen. Seid gespannt. Morgen, 10.07. 17 Uhr, seid dabei. Und heute, 9.07. Wahrscheinlich so 19, 19.30. Vielleicht auch erst 20 Uhr. Mal schauen, wie schnell ich das alles schaffe bis dahin. GTA Online. Wenn ihr an GTA Online interessiert seid, heute GTA Online Stream, 9.07. Wie gesagt, 19.30, 20 Uhr, irgendwo dazwischen wird sich das bewegen. Auf jeden Fall ein GTA Stream. Vielleicht danach noch ein kleiner anderer Stream zu Rocket League. Das ist ein Autofußballspiel, das macht sau viel Spaß. Das macht süchtig ohne Ende. Wir haben das die letzte Nacht bis um 5 gespielt. Wir konnten einfach nicht aufhören. Gut, aber genug zum Stream. Ihr wisst Bescheid. Heute Morgen Stream. Heute und morgen. Und jetzt gucken wir uns immer die Texture Packs an. Sieht halt sehr, 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 sehr schön aus. Sehr, sehr episch. Alles im Elder Scrolls Look. Im Skyrim Look. Tiere sehen sehr schön aus. Schafe sehen auch sehr, sehr geil aus. Mir gefällt das Texture Pack echt. Damit kann man echt auch zocken. Einfach hübsch. Und die Musik ist so episch einfach nur. Ich hoffe, dass ich da nicht wieder Übereinstimmung mit Drittanbietern bekomme auf YouTube. Das hatte ich nämlich wegen dem Little Big Planet Texture Pack. Da war die Little Big Planet Musik mit bei. Und da habe ich das Copyright sozusagen. Keine Verwarnung, aber es ist nicht schlimm. Ich kann es nutzen, das Video. Nur, dass dann der Urheber selbst Werbung schalten kann. Ah, das sieht auch sehr schön aus hier. Schönes Bild. Die Bücherregale gefallen mir jetzt nicht so. Die passen da irgendwie nicht so zu. Der Hund sieht auch ein bisschen komisch aus. Ah, das sieht auch sehr geil aus. Und die Musik, ich muss sie lauter machen. Sorry, Leute. Episch.
Solange mir das Video nicht gesperrt wird, ist alles gut. Aber die Musik ist einfach geil. Und das sieht auch echt schön aus. Ich gehe mal zu Blazys Haus, der hat so viele Gemälde da hängen. Da kann man die Gemälde immer noch mal ein bisschen besser sehen. Oh, jetzt ist der Soundtrack zu Ende, das Lied. Jetzt kommt das nächste. Hoffe ich doch. So, gehen wir mal in Blazys Haus. Ah, seht ihr. Echt schicke Bilder. Oh, und ein Skyrim-Bild, wie geil ist das denn? Das ist natürlich sehr episch. Sehr geil. Was sind das für Blöcke da oben eigentlich alles? Schade, dass die Musik jetzt aus ist. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger gehört. Aber wie gesagt, mit diesem Texture Pack würde ich auch gerne spielen. Passt jetzt halt nicht zu der Welt, weil die Welt nicht nach diesem Texture Pack gebaut ist. Aber wenn man echt so eine Fantasy-Welt so ein bisschen bauen möchte, so ein Rollenspiel-Map bauen möchte. Oder eine Adventure-Map oder sowas. Da ist dieses Texture-Pack echt mega gut geeignet für. Und hier kommt wieder Musik. Geil. Gucken wir uns das Schiff nochmal an. Ich glaube, hiervon möchte ich einen Screenshot für mein Thumbnail. Ich mache das mal kurz hier während der Aufnahme. Sonst muss ich nachher hier nochmal hinrennen. Ist zwar nicht schlimm, mache ich sonst auch, aber das passt gerade so gut. So ist doch gut, oder? Jetzt muss das Speichersymbol da oben noch weggehen. Und dann mache ich mal einen Screenshot. Zack. Fertig. Jetzt muss ich meine Benutzeroberfläche wieder anmachen. Sehr geil. Die Elder Scrolls Skyrim Mashup Paket, Texture Pack und Skin Paket und epische Musik. Einfach nur geil. So, und keine Zeit verlieren, ich genieße die Musik einfach nur gerade. Gehen wir mal leider wieder raus. Und gucken uns das letzte Texture Pack an. Für unsere letzte Folge vom Texturen-Spezial. Und die Musik ist weg. Das ist so traurig. So. Und als letztes Texturenpaket haben wir Steampunk Texture Pack. Erschaffe deine eigene industrielle Revolution mit diesem von der viktorianischen Ära inspirierten Steampunk Texture Pack Paket. So. Laden wir. Skyrim. Echt geil. Geil. Fasziniert einfach. Allein nur durch die Musik. Oh, guckt euch das im Hintergrund an, das Luftschiff da. Das sieht ja schon mal sehr geil aus. Gut, das sieht jetzt ein bisschen ungewohnt aus, alles. Halt alles im Steampunk-Style, alleine hier schon die Baumstämme. Die gehen hier von der Eiche, aber zum Beispiel die hier von der Birke, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine Birke, ja. Die sehen schon ziemlich mechanisch aus. Gehen wir mal ein bisschen durch Manu World. Da haben wir auch gleich eine Kuh. Eine mechanische Kuh. Im Steampunk-Style. Sehr hübsch. Hier ist die Musik leider nicht so episch. Die mache ich jetzt auch mal wieder ein bisschen leiser. Das ist einfach nur die Standard-Minecraft-Mucke. Was ist das für ein Stein? Das ist glaube ich, Netherrack. Glaube ich. Die Türen sehen ja auch hübsch aus. Schickes Bild. Die Fenster sehen auch sehr geil aus. Sehr, sehr cool. Ach, das ist doch auch ein schönes Bild.
Wenn man auf Steampunk steht, ist das Texture Pack auf jeden Fall zu empfehlen. Ich finde Steampunk ja auch geil, so in manchen Spielen. Aber ich wüsste auch nicht, was ich in Minecraft groß damit bauen sollte. Gibt bestimmt einige gute Sachen, die man bauen kann mit den Texturen. Es geht. Es sieht jetzt nicht schlecht aus. Es hat irgendwas. Sieht natürlich auch hübsch aus. Kobbelzunge gefällt mir ja auch. Oh, das sticht schon so ein bisschen im Auge. Mit den Kisten. Das sind die Türen. Ah, das Quarz sieht fast genauso aus, oder? Gucken wir uns mal nochmal vom Dichten an. Wie sehen meine Hunde denn aus? Ah, okay, die finde ich jetzt nicht so hübsch irgendwie. Sehen lustig aus, aber hübsch irgendwie nicht. Kakteen sehen aus wie Kakteen und Quarz sieht eher aus wie Schnee. Schnee oder Wolle. Auch gleich noch die Tiere an. Gut, das Restaurant, das passt jetzt nicht zum Steampunk-Paket. Oh, das sieht ja aus. Das hat irgendwas. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas hat das. Schöne Bilder. Ach, das ist das Kühlschrankbild eigentlich. Auch alles so Steampunk-Bilder jetzt. Ja, sieht nicht schlecht aus. Glowstone gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Aber es passt halt auch zu dem Texture Pack. Ach, hier haben wir auch wieder dieses Bild. Das ist also der Fernseher im Stadt-Texture Pack. Die Bücherregale. Ja. Geht, wie gesagt, wer auf Steampunk steht, kann damit bestimmt was anfangen. Kann bestimmt echt schöne Gebäude mitbauen. Oh, die Betten sehen auch hübsch aus. So. Oh, unsere Zeit läuft ab, Leute. Gehen wir noch ganz schnell Tiere angucken. Und dann machen wir auch schon Schluss. Ich hoffe, euch haben die ganzen Special-Folgen gefallen. Morgen kommt noch eine Special-Folge, weil morgen wird ja erst abends gestreamt. Deswegen brauche ich ja für morgen trotzdem noch eine Folge. Die kommt dann ziemlich früh. Und lasst euch einfach überraschen. Werden keine Texture-Packs sein, wird was anderes sein. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Und ihr habt Spaß damit. Und ich hoffe, euch haben die Specials gefallen. Vielleicht gibt es irgendwann wieder Specials, wenn mal wieder der Sommer so stark einbricht. Und wie gesagt, hinterlasst mir Kommentare, hinterlasst mir Kritik. Freue ich mich immer wieder drüber. Die Schweinchen sehen auch sehr geil aus. Das müssen wir uns noch schnell angucken. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Followen. Und wie gesagt, heute Abend, 19:30 bis 20 Uhr, GTA ungefähr. Dazwischen fängt es an. GTA-Livestream. Und morgen 17 Uhr Minecraft. Let's stream Minecraft. Es geht wieder los. Es geht wieder weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht sieht man sich im Stream. Haut rein. Bis denne. Ciao, ciao. Tschüssikowski.